So, weiter, weiter, weiter. Immer weiter dem Feind entgegen. Sehr gut. Das läuft. Ja, gut, wir haben jetzt leider das Problem, dass der Baum ein bisschen stört. Deswegen können wir da nicht ganz so viel machen. Aber passt schon. So, Mittag passt auch noch. Jean Allen ist schwanger. Hm. So, ich werde erstmal die Außengrenzen machen. Und dann werde ich hier dazwischen bauen. Kann sein, dass das schon das letzte wird. Und dann müssen wir uns hier den Verteidigungswall machen. Also Verteidigungswall, den Lichtwall. So möchte ich es mal ausdrücken. Weil die breiten sich jetzt doch schon relativ schnell aus, wie wir sehen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal fix die letzten Dinger bauen. So, da kommt noch einer hin. Dann treffen wir jetzt schon gleich auf den Feind. Ah, hier noch. So. Oh Gott, Alter, die breiten sich aber auch jetzt massiv schnell aus. So, kommt schon. Erdbebens. Ist auch noch jemand geboren worden. So, ich brauche einen Bauarbeiter, bitte, der mir das zu Ende zimmert. Komm, macht hinne. Ich muss hier runtergehen. Ich will hier zumachen. Aber ich sag mal, vielleicht zwei, also zwei Dinger muss ich noch bauen. Dann hätten wir es eigentlich zu. Wir müssen auf jeden Fall dann auch nochmal... Also ich baue jetzt die drei Sachen noch. Oh, scheiße. Ah, das könnte eng werden. Also wie gesagt, hier müssen wir zumachen. Dann sind sie hier eingesperrt. Dann könnten sie maximal noch... da kommen sie... Doch, hier könnten sie durchkommen. Aber hier stehen... Doch, hier steht eine provisorische Farm. Das ist okay. Springbrunnen auch okay. Regensammler auch okay. So, dann machen wir das nächste hier hin. Fuck, jetzt dämmert der Abend. Es kann sein, dass wir den einen oder anderen vielleicht verlieren. Aber ich muss das jetzt zu Ende bauen. Oh, komm schon, bitte macht hin. Die zwei Dinger da. Ja, da kommen sie. Und dann bauen wir hier zu. Wie gesagt, jetzt könnte es eng werden. Aber spätestens... spätestens morgen sollten wir es eigentlich schaffen, dass wir das jetzt zugebaut haben. Wenn wir das jetzt zugebaut bekommen, wäre natürlich super. So, jetzt greifen die Monster an. Oh, es mangelt an einem Holz, ernsthaft. Ich krieg einen zu viel. Da ein fucking Holzstamm fehlt. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte Holzstamm? Fuck you, Alter. Alter Schwede. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt auf die Verteidigung bauen. Da ist der letzte Holzstamm. Oh, ich weiß nicht, was passiert, wenn das Ding jetzt ins gegnerische Gebiet kommt. Also hier ist vorbei. Der, stimmt, die können gar nicht ins gegnerische Gebiet kommen. Weil ich kann ja nur da bauen, wo Licht ist. Deswegen, wunderbar. Jetzt wird es zurückgedrängt, richtig? Yeah, sehr geil. Okay, so, jetzt muss ich den Ring hier bauen. Jetzt muss ich den Ring zu Ende bauen. Dazu brauche ich aber noch mal mehr... Davon... Ach, fuck, wir haben...
Obwohl, Werksteine? Ach, wir haben es pausiert. Okay, dann machen wir das hier wieder auf aktiv. Das kann ich aber schon mal verbessern. Ja, kann ruhig weitergehen. Was liegt denn hier alles rum? Achso, Leichen, alles klar. Ah, sehr gut, ein Pickaxe. Zum Glück sind wir immer schneller als die Gegner. Und manchmal, wie in dem Fall, haben wir halt auch Glück, dass die uns einfach hinterherlatschen. Sehr gut, fertig gebaut. Verdammter Friedhof. Das könnte jetzt eng werden. Da könnte es passieren, dass wir angegriffen werden. So, die sind gebaut. Dinger halten Stand. Zumindest noch. Ja, gehen die Skelette. Wir brauchen unbedingt hier diese Plasma-Dinger oder statischen Dinger. Da kommt die nächste Holzfuhr. Sehr geil. Oh, wir haben noch zwei Arbeiter übrig. Ein Bauarbeiter, ein Farmer, bitte. Tag 5 haben wir, Tag 6 haben wir gleich. Gut, bei den Rationen müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Unser Hauptgebäude ist ausgebaut worden. Verbessern wir direkt nochmal. Hier haben wir Glück. Wir werden nicht angegriffen. Yeah. Und es wird zurückgedrängt. Theoretisch müsste es ja wohl sehr gut. So, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt hier bauen. Das müssen wir abschließen. Und zwar relativ schnell sogar. Da müssen wir auch nochmal Holzwege hinsetzen. Okay, da wurde gerade zwischengeladen. Das müssen wir abklemmen. Alter, schon wieder? Das ist aber bitter. Ja, eine Gruppe Nomaden. Gut, wir haben keine Häuser gerade. Uns echt beeilen. Okay, wir müssen das hier auf hohe Priorität setzen. Also hier ist vorbei. Hier passiert nichts mehr. Wir müssen jetzt hier noch den Bogen schaffen. Oder was heißt den Bogen? Hier müssen wir durchgehen. Da kann ich nicht bauen. Das müssen wir jetzt unbedingt hinkriegen, dass wir das abklemmen. Und dann haben wir sie eingesperrt. Hier müsste ich wahrscheinlich noch eine setzen und hier müsste ich auch noch mal eine setzen. Alter Schwede, wie rasant die sich jetzt ausbreiten. Wahnsinn. Aber die kommen nicht weit. Wenn ich das jetzt alles fertig baue. Ganz schnell zwei Bauarbeiter. Ja, mir mangelt es gerade ein bisschen an Häusern. Okay, schnell, schnell, schnell. Bauen, 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 bauen. Das ist eine Farm. Hört auf, die Schleimer anzugreifen. Okay, da breitet sich's aus. Es kann aber nicht weit kommen. So, ich baue jetzt hier. Wenn sich da ein bisschen was ausbreitet, ist mir das erstmal egal. Ich will erstmal hier die abdrängen. Da muss eins hin. Ja, das wird sich hier noch ein bisschen ausbreiten. Ja, das müssen wir halt leider erstmal eindämmen. Aber hier muss ich mich jetzt auf jeden Fall auch nochmal beeilen. Das machen wir auf höchste Priorität. Da sieht's gut aus. Hier muss ich halt hoffen, dass es nicht allzu schnell voranschreitet. Ja, und das ist hier eingeklemmt. Also hier kann eigentlich nichts mehr passieren. Dann haben wir sie aber auch wirklich sehr, sehr schmal gehalten. Dann haben wir sie sehr, sehr schmal gehalten. Die Verderbnis. So, das haben wir.
bauen, 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 bauen. So, da ist die Verderbnis weg. Dann haben wir sie jetzt wirklich fast eingeschlossen. Ich werde vorsichtshalber... Ah, ich muss hier rumgehen eigentlich. Ja, wir gucken mal, wie weit das geht und dann baue ich hier nochmal rum. Bei dem Friedhof müssen wir aufpassen. Da kommt eins hin. Und hier... Ja, ja, jetzt ist nämlich das Problem. Okay, da stirbt der Erste. Scheiße, Alter. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ich sag mal, wir sind ja eh hier safe. Erstmal, also halbwegs safe. Wir setzen noch mal eins hier hin. Dann kann die Verderbnis nicht durch den Wald brechen. So, hier knallen wir noch einen Golem hin. Ah, leider einer tot, schade. Na gut, wenn wir gemein sein wollen, können wir sagen, jetzt haben wir wieder genug Wohnhäuser für alle. Dadurch, dass der eine tot ist. Scheiß Golem. Alter, hör auf wegzurennen, kämpfen. Okay, die beiden Sachen noch bauen. Und dann können wir uns erstmal halbwegs, sag ich mal, zurücklehnen. Hör auf das an! Ist das ihr fucking Ernst gewesen? Die wird jetzt sterben. Okay, sie hat echt Glück, dass sie jetzt auf Wegen schneller ist als die Skelette. Vorne kämpft noch jemand, kann das... Oh, jetzt kommt ein Feuerelementar, okay. Glück gehabt. So, 6 Holz noch. Das haben wir gebaut, sehr gut. Wir müssen trotzdem leider noch eins bauen, um den Weg abzuschneiden. Und das könnte jetzt eng werden. Wobei, ja, wir sind noch außerhalb von den Türmen. Das müssen wir auf jeden Fall bauen. Achso, das ist ein Gebäude, was wir bauen können. Genauso wie die Teile, alles klar. So, die beiden Sachen müssen wir auf jeden Fall bauen. Und dann haben wir eigentlich... Habe ich jetzt hier irgendwas gebaut? Hier wird ja gekämpft, warum wird hier gekämpft? Also vor allen Dingen, wo wird gekämpft? Okay, reparieren. Mal alles halbwegs wieder auf Vordermann bringen. So, wir haben noch 5 freie Bauslots. Hört auf! Alter. Okay. Ich bin erstaunt, dass die überhaupt so weit nach vorne kommen. So, da kommen noch mal 4 Holz. Dann brauchen wir noch 3 Holz. Hört... Es ist doch nicht zu fassen, Alter. Mann! Hört bitte auf, die Scheiße anzugreifen. Ja, natürlich, jetzt lässt er es nämlich fallen. Mann, ich krieg einen zu viel. Das ärgert mich richtig, dass sie das angreifen. So, komm, mach das Ding jetzt hier fertig. Da müsste irgendeiner hoffentlich hinrennen. Zu der Baustelle. Jo, sieht gut aus. Wo rennt der denn? Achso, der rennt nach hier unten. Genau. Okay. Ach, scheiße, Alter. Hier müssen wir halt aufpassen. Verderbnis kommt jetzt nämlich hier durchgekrochen. Da komme ich überhaupt nicht hin. Das ist, ganz ehrlich, das ist richtig beschissen für uns. Wir müssen uns hier mal durchkämpfen gerade.
um die Verderbnis hier aufzuhalten. So, das steht. Wunderbar. Dann ist sie jetzt hier eingeklemmt, die Verderbnis. Durch den Berg kommt sie nicht durch. Hier muss ich noch aufpassen. Hier muss ich auf jeden Fall noch was bauen. Wo ist denn der letzte Holzstamm? Da kommt er. Nein, nein, nein! Oh, Glück gehabt. Bauen. Bring die Verderbnis zurück. So. Okay, sehr gut. Den Weg nach unten bauen. Ganz, ganz dringend. Oh, ey, wenn es jetzt daran hapert, krieg ein zu viel. Ich weiß nicht, ob die irgendwo wieder rauskommen könnte, aber ich glaube ja. Das ist der einzige Weg, den ich nicht zugebaut habe. Oh, ich krieg ein zu viel. Oh, das ist doch scheiße. Wenn es jetzt daran scheitert, dass die Kackverderbnis hier durchkommt. Weil das ist der einzige Weg, wo sie sich noch ausbreiten kann. Und die wird sich exorbitant schnell ausbreiten. So, ich muss unbedingt hier ein Feuer jetzt bauen. Ach, die verlieren jetzt natürlich alle ihre Scheißhölzer. Ach, Mann. Oh, das ist doch kacke. Also hier sind wir safe. Ach, ich muss mir das gleich nochmal angucken. Hier. Oh, die geht so schnell voran. Ich muss unbedingt dieses Leuchtfeuer hier bauen. Ich glaube, hier unten kommt sie nicht durch. Muss ich mal gucken. Aber ich muss auf jeden Fall hier runterbauen. Und da auch noch den Lichtkegel erweitern. Da kommt sie nicht durch. Das ist super. Was ist das hier eigentlich? 8 of 12. Wer bist du? Achso, so ein Gegner. Alles klar. Kommen die hier durchgeschissen? Nee, wa? Yes. Feuerstelle steht. Oder? Ja, Feuerstelle ist entstanden. Sein, dass wir sie hier eingedämmt haben. Oh, Alter, das ist eine Arbeit. Wahnsinn. So, Nacht ist auch fast schon überstanden. Ja, und dann müssen wir uns nur noch um die Gebäude kümmern. Nur noch ist gut, aber naja, ihr wisst ja, ne? Das können wir jetzt hier auch alles wieder wegmachen. Können wir hier den Mittelfinger lassen. Deswegen war der Verderbnis einfach den dicken Mittelfinger. So, ich glaube, wir müssen es geschafft haben, die Verderbnis komplett einzuschließen. Jetzt kommt der schöne Teil. Wir müssen die Verderbnis besiegen. Ob das geht, keine Ahnung. Aber wir müssen es mal probieren. So, da wird sie zurückgedrängt. Okay, hier hat sie sich zum Glück noch nicht ausgebreitet. Ich glaube nicht, dass sie hier überspringt. Wir müssten es meiner Meinung nach geschafft haben, die Verderbnis einzudämmen. So, jetzt muss ich gucken. Da bloß zu nah ran. Hier würde ich es nochmal versuchen, zumindest noch ein Stückchen wegzubekommen. Und dann höre ich auf. Mehr mache ich nicht.
Hört auf, die Viecher anzugreifen. Es ist doch nicht euer Ernst. Okay. Das haben wir relativ schnell gebaut. Wer was hinkriegen. Komm, 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 kommt. Baut fertig. Lasst den Schleim in Ruhe. Och, Kinder. Ja, das ist doch klar, dass der... Och, Mann. Baut doch bitte einfach das scheiß Feuer zu Ende. Jetzt kämpfen die hier wieder überall auf der ganzen Karte. Hört auf, die Schleime anzugreifen. Mann. Ich will doch nur, dass ihr das scheiß Ding hier baut. So, bauen. Hör auf. Es ist doch nicht zu fassen. Hört doch bitte. Danke. Nein. Nein. Oh. Ihr Dreckspisser. Baut diese Scheiße jetzt hier fertig. Danke. Oh Mann, ey. Na, herzlichen Glühstrumpf dazu. Ist das einer von uns? Nee. Das jetzt zu bauen, das könnte eine Herausforderung werden. Ich würde es sehr, sehr gerne, also wirklich hierhin bauen. Leute sterben. Weil dann hätten wir es hier auch eingedämmt. Aber hier könnte es sein, dass wir angegriffen werden. Naja, mal gucken. Ich denke mal, die müssten jetzt alle mit einem Rutsch kommen. Ja, da kommen sie alle schon. Ganz ehrlich, das können wir wieder abbrechen. Ja, eigentlich könnte man das hier... Wir könnten eigentlich alle abreißen. Okay, Nomaden. Bitte greift nichts an. Baut einfach nur diesen Scheiß-Spot. Danke. Weit kommt das. Sehr gut. So, jetzt haben wir es definitiv eingedämmt. Weiter wird es nicht gehen. Ich könnte natürlich jetzt hier hinten noch alles zumachen. Aber das soll mir erstmal tatsächlich reichen. Sehr gut, neue Einwohner. So, mehr wird die Verderbnis nicht vorankommen. Ja, egal. So, weiter wird die Verderbnis nicht voranschreiten. Dann werden wir uns jetzt weiter um unser Dorf kümmern. Jetzt haben wir nämlich hoffentlich genug Zeit, das Ganze auch in Angriff zu nehmen. Und wir können uns erstmal um... Naja gut, wir müssen hier erstmal wieder ausbauen. Haben wir noch Hilfsgebäude? Oh Gott, ja, wir können so viele Hilfsgebäude noch bauen. Bum, 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 bum. Bauen noch eins ins Wasser. Kriegen wir nochmal 6 neue Spots. Wir müssen auf jeden Fall Häuser ausbauen. Und zwar machen wir diese hier, die normal. Oder machen wir die geräumigen Wohnhäuser? Wir machen bessere Wohnhäuser erstmal. So. Ist doch nicht euer Ernst. Hier oben geht die Verderbnis weiter. Was? Verarschen. Was? Ich meine, gut, da kann sie bleiben, ist mir egal. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Ich meine, da kommen jetzt keine Bauarbeiter hin, also hier wird nichts entstehen an Gebäuden.
jetzt, oder? Oh, das gibt's ja auch. Och Mann, ey. Noch ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel? Ey, Leute. Okay, eine Kiste. Hört auf zu kämpfen! Einfach nur... Och Mann, jetzt kommt die scheiß Verderbnis von der anderen Seite. Wer rechnet denn mit sowas? Wer bist du? Was? Das ist doch richtige Scheiße, ist das. Oh Mann, Alter, wie soll ich denn diese scheiß Verderbnis besiegen? Jetzt breitet sich die hier oben aus. Und ich komme nicht hinterher. Oh Mann, das ist doch scheiße, ist das. Was ist denn das für ein Kackspiel? Warum kann man das denn nicht besiegen? Oh Mann, ey. Oh, das nervt mich jetzt aber richtig. Ja, der arme Dämon, fickt euch. Die Verderbnis ist mir egal. Hier unten habe ich es ja eingedämmt. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde da nicht hinterherkommen. Nie im Leben schaffe ich das. Oh, sehr gut. Die Kiste hat ein paar Waffen und so weiter zutage gefördert. Alter, Mann. Kommen hier die ganzen Gegner hin. Die schon wieder neue Sachen bauen. Alter, ich krieg ein zu viel. Ich kotz im Strahl, wirklich. Baut das jetzt. Bauen, bauen und bauen. Hört auf zu kämpfen. Baut. Sehr gut. Der Friedhof wird angegriffen. Keine Ahnung. So, weitere Feuer. Och, Alter. Ich komme überhaupt gar nicht hinterher. Hier. Okay, irgendwann ist hier oben Feierabend für die Verderbnis. So, komm, zurückdrängen, zurückdrängen, zurückdrängen. So. Wieder erhöhen die Priorität. Ich meine, irgendwann muss ich sie ja einholen. Alter Schwede, das schaffe ich nie im Leben. Also gut, am Wasser ist vorbei. Am Wasser ist Feierabend. Dann soll die sich hier hinten im Berg meinetwegen ausbreiten, das ist mir scheißegal. Wir brauchen unbedingt neue Bauspots. Achso, scheiße. 32. So. Ja, haut den auf den Nischel. Richtig so. Scheiß Arbeiter. Tot. So, ein Holz. Zack. Nächstes gebaut. Jetzt wird sich die Verderbnis wieder ausbreiten, wenn wir so...
sinnlos. Du baust und baust und je mehr du hier weghaust, umso mehr kommt da oben. Weiter wird sie nicht gehen. So, wieder höchste Priorität. So, wenn wir uns jetzt beeilen, könnten wir es vielleicht schaffen. Jetzt müssen wir es auch schon wieder richtig ranhalten.